Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen, ich freue mich auch. Wir können was anderes kaufen. Natürlich, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute gibt es mal wieder eine Runde Vampir, denn ich bin eine Vampir. Ja, und zwar, ohne Witz, Leute. Also können wir kurz nochmal bitte darüber diskutieren, wie unglaublich geil dieser Skin aussieht. Also der Skin sieht so unglaublich geil aus. Holy shit, also das ist ein Skin und Koma. Ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist, ob das Amethyst ist oder sowas, aber holy fucking shit, sieht der gut aus. Ja, wir spielen Vladimir Midlane natürlich gegen Rumble Midlane. Ich hätte wahrscheinlich Doran Shield gegen ihn anfangen sollen, wobei Doran Shield ja gegen Dots genervt wurde, ist jetzt deutlich schwächer. Hey Vlad, if you wanna trade lanes. I'm fine. Achso, okay, schlägt's vor. Ich wollte schon sagen Echo. Ja, also deren Team würde ich sagen, ist gar nicht mal so gut. Aber, ja, lasst uns jetzt mal wirklich geil spielen. Lasst uns mal geil spielen, Leute. Also, am liebsten würde ich ihn töten, aber lasst uns Punkt 1. Geil CS. Okay, er wird mich jetzt, vielleicht wird das mit dem CS schwierig, weil er mich wahrscheinlich... Vladimir hat ein relativ schwaches Early Game und er wird mich gigamäßig abusen wahrscheinlich. Ich habe mein Itembild übrigens auch ein bisschen angepasst zum letzten Mal. Ja, wenn ich nämlich jetzt mal hingehe, also das mit den Minions wird doch schwieriger werden, als ihr dacht. Wir werden es, wenn ich den jetzt angreife, ja, also Doran Schild wäre eine gute Idee, den kriegen wir nicht. Hat der auch Ignite dabei? Jetzt gib mir dein Leben. Okay, das wird auf jeden Fall eklig, Leute, aber, später, also was heißt outscale, doch, also outscale, Vladimir scaled so gut wie alles out, aber hier, gib mir dein Leben, danke. Ja, wie schmeckt das, hä? Okay, also Minions-mäßig, vor allem jetzt unterm Tower, werden wir die alle verlieren. Aber... Oh, warum greift er den an? Ah, shit. Ja, RIP, Leute. Okay, dann streichen wir das mit den Minions. Lasst uns das streichen. Lasst uns einfach gut spielen. Lasst uns einfach gut nicht sterben. Wie wär's mit... Wir sterben nicht und... ich meine, er verliert auch sehr viele Minions beim Reinpushen, muss man sagen. Lasst uns nicht sterben und einfach smart sein. Smart sein ist auch gut, Leute. Und Kanonen fahren. Nice. Ich weiß halt nicht, ob wir ihn generell töten können. Wir können, er muss ja die ganze Zeit in Nahkampf. Wir werden einfach die ganze Zeit safe sein. Und irgendwann, wenn er einen Fehler macht, werden wir ihn dafür abusen. Der Vorteil ist ja, wenn er so hart reinpusht, dann werde ich nicht so hart gegankt. Wobei ich ja jetzt zurückpushe, aber... Oder will er einen Gank bekommen? Wir sind smart. Okay, wir haben ja so Botlane, by the way, und die haben den Kill. Wie geil ist das denn? Wir sind smart und deswegen wissen wir, dass jetzt ein Gank kommen könnte. Gib. Ah, okay. Wir bleiben mal hier in der Nähe, falls Shaco kommen sollte, wäre ich da. Ne, ich brauche da ja oben jetzt eh nicht rumhocken. Ich könnte ihn ein bisschen poken, aber die Chance, dass ich da gegankt werde, ist berechtigt, ist sehr gefährlich. Wollen wir nicht machen. Er ist Level 4. Wieso ist er Level 4? Wieso bin ich nicht Level 4? Wo hat er XP bekommen, die ich nicht bekommen habe? Ja, Burl hat auf jeden Fall auch nicht durch. Wir müssen mal wahrscheinlich poolen. Noch ein bisschen Leben saugen. Ja. Ne, das ist okay. Da kommt Shaco. Das ist... Also ja, wir müssen erstmal so ein bisschen durch die Lane einfach durch. Dann ist das okay. Ich habe mein Bild angepasst. Das heißt, wir gehen... sonst habe ich immer Proto-Belt gerusht quasi. Wir rushen jetzt die 45% CDR. Das bedeutet, wir kaufen uns zuerst das Buch. Das Buch der Weisen. Und dann kaufen wir uns... Dann kaufen wir uns... Kind Legend. Also diesen HP-Stein. Und dann haben wir eigentlich auch schon 45% CDR. Das ist sehr, sehr verträglich, kann man sagen. Sehr, sehr verträglich. Die Kanone, komm, bitte. Ja, ich habe sie sogar bekommen. Wie pock ist das denn? Wie pock ist das denn? Leute. Komm, gib mir die Q. Jetzt aber. Okay, wir sind sehr low. Wir müssen aufpassen, weil er könnte uns fast verbrennen. Er könnte fast Ende im Gelände mit uns machen. Deswegen müssen wir einfach nicht sterben. Einfach nicht sterben. Wir haben 800 Gold. Ich bräuchte 900, glaube ich, für das Buch. Wir könnten natürlich mit HP-Stein anfangen. Guck mal, Minions haben wir... Ja, also wir haben ein paar Minions weniger. Wir müssen jetzt echt aufpassen. Zum Smart-Sein gehört dazu, jetzt nicht zu sterben. Ne? Er hat nämlich Ignite. Das genau deswegen, dachte ich. Deswegen bin ich nicht hierhin gegangen. Wir können anfaken. Wir sind ja smart. Wir faken an, dass wir nicht hier sind. Jetzt denkt er, okay, er ist nicht da. Jetzt pusht er rein. Ich meine, ich hätte jetzt auch schon backgehen können, aber ich will ein bisschen... Er hat ja keine Ult. Wobei, bald. Bald. Und jetzt geht er shoppen. Und jetzt muss er gleich abbrechen, wenn er sieht, oh, ich bin da, dann kommt er wieder. Vielleicht. Möglich.
Jetzt ist er entweder backporten. Ja, und jetzt hat er gesagt, okay, nee, der ist ja so low, da muss ich doch wieder hingehen. Wir müssen nur gucken, dass er uns gleich mit seiner Ultimate nicht umballert. Das ist alles. Aber wir können uns ja ein bisschen hochheilen. Smart Heilung. Smarte Heilung, das Smart Home TV. Für smarte Leute, von smarten Leuten. Okay, er ist jetzt Level 6, wir sind tot. Vielleicht überlebe ich aber. Nein, also ich 3 AP, 4 AP, aber vielleicht, ja, es war nicht smart. Aber das hier ist smart. Ich habe ihn nämlich gebaitet. Und einen Yasuo-Kill forciert und einen Assist. Es war im Prinzip oversmart, kann man sagen. Es war einfach oversmart, weil jetzt habe ich die Verantwortung genommen und sie auf die Botlane geschoben. Ich nix Verantwortung, ich nix. Ich bin jetzt nicht mehr. Ne, jetzt hat Yasuo, er hat den Kill bekommen, er hat die Verantwortung in seinen Händen und er muss jetzt carryen. Das heißt, wenn wir dieses Spiel verlieren, dann weil Yasuo nicht gegarried hat. Er hat den Kill bekommen, er hat die Verantwortung. Ja, also, ja, ist schon doof, dass wir da gestorben sind. Eigentlich hätte ich auch gehofft, dass er doch backportet, aber ich, ja. Leute, das, wir machen das noch. Wladimir, ich int leider im Early Game immer mal rein mit Wladimir, das ist so meine Schwäche. Ab und zu, nicht immer, ab und zu. Ab und zu, ich hätte mir einfach den HP-Kristall kaufen können, sollen. Wäre absolut fein gewesen, weil, ich meine, die Chance, dass er mich killt, ist eh höher, als dass ich ihn kille. Deswegen wäre ein bisschen zusätzlich HP definitiv nicht verkehrt gewesen. Echo ist hier unten, beziehungsweise Shaco. Shaco, Echo. Ich glaube, ich brauche Schuhe, weil jedes Mal, wenn der hier kommt mit seinem Kack, ich komme halt da nicht weg, ne? Gib mir AP. So, wir müssen jetzt aufpassen. Shaco könnte jederzeit gehen, deswegen halten wir uns ein bisschen hier oben auf. Saugen uns hier ein bisschen was. Ich glaube, ich habe eine relativ gute MR tatsächlich. Das heißt, es wäre sehr, sehr angenehm, wenn ich jetzt gewinnen würde. Weil ich habe gerade 0 LP. Ich bin gerade aufgestiegen quasi. Jetzt in Platin. Oh mein Gott. Oh my damn Lord. Dieser scheiß Sack da, ey. Der macht aber einen Schaden, du. Do, kriegen wir den? Einmal damit, Sim. Dankeschön. So, okay, ja, so ist jetzt gestorben, ist aber 3-1. Das ist ja Best-Case-Szenario, ne? Okay, Shaco ist relativ big, aber ich glaube, das ist kein Stress. Ich glaube, die machen jetzt gerade Drachen auch tatsächlich. Nein, 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 nein. Ah, shit. Den vielleicht noch. Ja, Mist, fuck this game. Ja, ich würde da, also er kann da reingehen, aber ich würde, also, er kann versuchen, ihn zu stealen, aber mehr würde ich da echt nicht machen. Also manchmal sollte man einfach ein Drache Drache sein lassen. Außerdem bin ich ja smart. Denn, passt auf. Ich sag euch nämlich, wie es laufen wird. Das ist ein Erddrache. Wir sind Wladimir. Wollen wir einen Erddrachen? Wollen wir einen Erddrachen? Wir wollen keinen Erddrachen. Was will ich mit Resistenz? Was will ich mit Resistenz? Deswegen, wir wollen andere Drachen. Alles außer Erddrachen. Erddrachen? Oder am liebsten Feuerdrachen? Das bedeutet, wir haben jetzt den ersten, den... Das war quasi wie so auf dem Silbertablett platziert. Wir haben extra den ja so abgegeben, damit wir den Erddrachen geben können. Und jetzt können wir nämlich dann, kommt jetzt ein Erddrache, den nehmen wir und dann kommen 3 Feuerdrachen. Wir hätten nicht 3 Feuerdrachen haben können, wenn wir jetzt da Erde und er hätten, dann hätten wir nur 2 Feuer. Deswegen gibt den Müll ab, nimmt das Gute an. Den nehmen wir auch an, danke dafür. Den kommt, und den noch. Ja, okay, das ist okay. So, wir haben jetzt... ja, wenn, sobald wir Level 10 haben, haben wir 45% CDR, beziehungsweise wahrscheinlich so 42, wir haben ein bisschen Scaling CDR in den Ruhen, also es braucht ein bisschen. Wir könnten mal gucken, wir haben gleich Flash, können wir irgendwas machen? Können wir den Boy hier töten? Ich sag mal so, wir bearbeiten ihn jetzt und in 70 Sekunden töten wir ihn. Oder wird, am besten wäre es, wenn wir Shaco töten würden. Shaco töten wäre actually sogar mehr worthy. Wir poken ihn da mal ein bisschen, nicht, dass der hier denkt, er kann hier alles machen, kann er nicht. Kann er nämlich nicht. Okay, Shaco ist schon da. Können wir? Kann jemand helfen? So, Leute. Heal, 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 heal. Danke. Ja, ich meine, Shaco ist fast about to die. Oh, ich habe ihn getroffen. Er ist hier. Er ist hier, Leute. Ich bin smart. Ihr nicht? Mach mich ja. Ja. Und mal wieder hat die Smartigkeit gerechtet. Also gewonnen, meine ich. Gerecht, also Dings. Ihr wisst schon. Ja, schön. Schön! Ich wollte eh für Shaco gehen, weil der. Ich habe zwar den Kill nicht bekommen, aber. Verantwortung auf Nami übertragen. Sehr gut gemacht von mir an dieser Stelle. Ne, warum solltet ihr sie auch nehmen? Nehmt sie einfach und schiebt sie woanders hin. Schiebt sie auf die Botlane.
Gib, 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 gib. Ja, ich meine, wir haben den 4-1 ja so. Das Game ist legit gewonnen. Da werde ich schon manchmal ein bisschen neidisch, ob wir so. Aber. Ja, bei mir ist das Problem einfach. Also, ich weiß nicht, ob ich mal ein Giga-Bootcamp machen müsste oder so. Aber ich kann nicht streamen oder aufnehmen und Yasuo spielen gleichzeitig. Ich glaube, ich könnte eine Yasuo-Legende werden, wenn ich aufhöre mit dem ganzen Kram und nie wieder was aufnehmen würde und nur off-stream spielen würde, ohne alles. Dann könnte ich eventuell einen Yasuo Legend X Star Darkslayer Player werden. Aber ich glaube, er bricht mich ab. Ist okay, will ich auch. Aber anders weiß ich nicht. Ich werde zu schnell abgelenkt und dann passe ich nicht auf und dann bin ich tot. So wie jetzt. Ne, und ich glaube, können wir nicht einfach das zusammensparen? 1700, ja, okay, vielleicht gehen wir Domain shoppen. Ne, und das ist einfach das Problem bei mir mit Yasuo. So, okay, haben wir jetzt ein bisschen Damage am Start? Also, ne, wir sind 0-1, aber wir haben Power, Leute. Wir haben Power. Vladimir hat immer Power. Sogar mit 0-2. Deswegen ist dieser Champ einfach GG. 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 Die Frage ist, ich glaube, ich würde am liebsten nochmal Shaco töten. Shaco wäre very worth zu killen. Unser Echo ist 0-2, das ist sehr gut. Also wirklich, weil dadurch habe ich... Ich will ja auch immer... Ich will... Ne, jetzt, ich sehe, ich bin 0-1. Ich will ja auch getten, Leute. Ich will ja auch Dinge machen. Da habe ich ja Bock drauf. Da sehe ich mich ja auch. Und deswegen werde ich jetzt erstmal diesen komischen Typen hier töten. Er denkt nämlich, er wäre stärker als ich. Das ist völliger Quatsch. Oder wir töten Shaco, der gerade da wieder im Fluss rumhonkt. Hockt. Nee, wir töten ihn jetzt. Ich zeige ihn nämlich jetzt mal, der ist gar nicht so stark, wie er die ganze Zeit tut und denkt. Ist er nicht. Oder wir töten Shaco. Ja, ich weiß ihn nicht. Oh, weiß ich nicht. Geh weg, lass das Wort. Na gut, dann nimm das Wort. Ich habe aber 10 Gold bekommen. Das ist okay. 10 Gold für das Wort. Nehme ich an. So, okay, also wir fighten ihn jetzt. Müssen aber natürlich ein bisschen auf Shaco aufpassen. Okay, Shaco ist unten. Komm ran. Ja, wir traden jetzt, Brudi. Wir traden jetzt. Auch können, wenn die Trades ein bisschen schlechter sind jetzt, das wäre okay für mich. Weil ich heile mich. Ich mache einfach Heal die ganze... Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Passt auf. Leidur! Suga. Ja, was ist denn jetzt, sag ich da. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt Masse? Shit. Ja, okay. Aber okay, Protobelt ist fertig. Was ist hier eigentlich Masse? Das ist aber okay. Der als nächstes, jetzt, wir haben gezeigt, hey, wie heißt denn der Champ? Rumble? Du hast keine Macht mehr hier. You have no power. Und jetzt kümmern wir uns um Shaco. Als nächstes kaufen wir uns Rabadons, Magic Pen Boots und 2 Rabadons. Morellos geht auch, aber brauchen wir das? Nee, brauchen wir nicht. So, Protobelt auf die Lane, very strong. Wie lange brauchen wir eigentlich auf die Lane? Also das Ding hat 40 Sekunden Cooldown, wir können ja genau sehen. 10, Alter, ich bin 10 Sekunden bis hier, und das ist ja ich bin ja insane langsam. Und ich habe sogar die verzauberten Pantoffeln. Stivali, Livimente, Magici. So, wie viel habe ich noch? 20 Sekunden wirklich. 25. Das ist schon viel, Leute. Oh, Rumble ist unten. Das heißt, wir pushen mal fix durch. Latten sind leider weg, aber die meisten habe ich ja eh bekommen. So, also wir kümmern uns jetzt um Shaco, Leute. Shaco ist jetzt unser Ziel. Ich brauche natürlich Ignite, um den Boy zu töten. Und vielleicht sogar Flash. Aber... Ich glaube, es wäre echt cool, wenn man ein Vampir wäre, oder? Das wäre bestimmt richtig voll cool. So, ich habe ja ständig Hunger. Ich glaube, Essen... Jetzt kommen die wirklich wichtigen Fragen. Essen Vampire? Essen Vampire? Oder müssen die nur Blut trinken? Stell dir vor, ich habe ja immer Hunger. Dann hast du hier so ein Sixpack Blut am Start. Kannst einfach jederzeit... Musst nur trinken. Das ist doch mega geil. Musst nicht so unterwegs essen... Und wenn du unterwegs essen willst, kannst du einfach hier irgendwo an so einem Hals dran und dann Abfahrt. So. Wobei, da muss man halt gucken. Es gibt, ja, also es gibt bestimmt auch welche, die sind dann so ein bisschen ungepflegter. Das sagt mit Sicherheit. Man will natürlich auch keinen auslutschen, der, ne, so einen richtigen Reuden oder so, oder eine Reudin. Da hat man natürlich auch keine Lust drauf. Ja, okay, und man müsste auch Zahndesinfektion bräuchte man dann jedes Mal nach dem Essen. Und Pedigree oder so für die Zähne. Ne, und wenn die mal irgendwann operiert werden müssen, die Zähne, das wäre auch nicht so gut. Ich habe leider nicht genug Damage für den Quatsch hier.
bräuchte da schon einen Ignite. Aber wir müssen auch nichts auf ankommen lassen. Ich outscale den sowieso bis nach New York und wieder zurück. Also, ja. Lol, hier geht's. Stormraiser. Ich glaube, wir kaufen mal ein bisschen AP jetzt. Komm. Wir kaufen keine Schuhe. Wobei Schuhe cool sind, aber wir kaufen jetzt mal ein bisschen Böllermaterial. Was wäre, wenn die Zähne irgendwann nicht mehr spitz sind und man nicht mehr in den Hals reinkommt? Müsste man dann so einen Blutschlauch anschließen und in den Bauchnabel oder so reinpumpen? Wobei, man könnte es ja auch einfach trinken, ne? Flüssig nach. Und dann kannst du halt nicht mehr selber jagen, aber du kannst es ja einfach trinken. Das geht ja schon. Oder, wie ist denn das eigentlich? Ich habe immer früher gedacht, jetzt kommt was. Ich glaube, es gibt natürlich auch verschiedene Vampire. Ich habe immer gedacht, dass Vampire, sie beißen dich und haben, okay, das klingt jetzt vielleicht klingt das dumm. Aber wie trinken Vampire? Das ist jetzt die Frage. Und ich denke, sie beißen dich. Der Zahn geht in deinen Hals hinein, durch dein Fleisch. Und es ist wie so ein Mückensaugerstachel. Das Blut geht durch die Zähne. Meine Botlane intet ein bisschen, aber ja, Leute. Das Blut geht durch die Zähne quasi. Da ist so eine Ader oder so eine Leitung. Coole Ultimate. Da kommt aber gleich noch ein bisschen was. Ich habe gleich noch ein Brotobelt und heile mich gleich nochmal. Shit, das war der falsche. Ich bin so ein Idiot. Fuck, okay. Aber das geht, also in den Zähnen drin, in diesen langen Zähnen, geht das Blut durch und dann in den Kreislauf. Oder ist es halt so, dass man reinbeißt und dann ist da halt die Wunde und man schlürft das Blut einfach so durch den Mund und trinkt das. Aber das kann ja nicht sein, weil ich habe noch nie so ein Vampir trinken sehen. Also, die gehen an dich ran und dann sind die da einfach so, wie so eine Mücke. Und die machen ja nicht so. Du müsstest ja die ganze Zeit schlucken, wenn du richtig. Stell dir vor, du hast richtig Schmacht, richtig Durst. Und du schluckst die ganze Zeit das Blut. Dann so richtig, wenn ihr so richtig heißer Sommer, habt richtig Bock auf Blut. Und dann könntet ihr ja nicht die ganze Zeit so. Nee, dann müsst ihr die ganze Zeit das Blut runterschlucken. Das geht ja nicht, wenn du noch am Hals dran bist. Also ich glaube, meine Theorie ist schon. Oder ist es selbstverständlich, dass die Theorie so ist? Weil ich glaube, ihr denkt nämlich alle, oder? Weiß ich nicht, wie ihr denkt. Wahrscheinlich habt ihr noch nie darüber Gedanken gemacht. So, wir müssen jetzt mal carryen. ich habe leider kein Ignite mehr, aber ich habe Flash. Wie sieht's denn oben aus? 4-2, ich bin 1-3, aber ich bin cool. Also ich bin bald stark, Leute. Bei Vladimir ist egal, einfach nur Rabadons und dann ist Abfahrt, Moment. Und der Shaku, der ist auf jeden Fall gelistet, den werden wir, den werden wir auf jeden Fall einsammeln. Infernal Dragon, guckt, ich hab's gecallt. Und jetzt können wir nämlich 4 Infernal Dragons einsammeln. Wie geil ist das denn, Leute? Wie geil ist das denn, bitte? Die haben jetzt hier diesen Quatsch, den keiner will. Und wir sammeln jetzt 4 Infernals ein. Richtig gut. Smart und blutdürstig, rünstig, gierig. So, ein bisschen reinpushen. Aber schnell und ohne dabei zu sterben wäre sehr, sehr gut. So, Leute, der Infernal kommt bald. Soon TM. In einer Minute. In einer Minute habe ich auch Ignite ready. Sehr gut. Allerdings ist Kay gestorben, aber in einer Minute ist sie wieder da. Das ist okay. Leute, wait. Also, noch ist er nicht da. Noch könnt ihr kurz ein bisschen die Beine flach halten. Mann, lass mich doch heilen, Burit. Burit! Ahem. 25, also da kommt noch eine Minion Wave und ich würde mich halt auch gerne generell noch heilen, bevor da was passiert, ne? So ein bisschen. Und vor allem ein Stack will man immer haben auf Vladimir, so ein, dass man nur noch einen auslutschen muss und dann Abfahrt machen kann. So, das ist Fiora, die ist 4-4. Wer ist denn wichtig? Shaco. Ich glaube, Shaco ist der wichtigste, vor allem, weil er Smite hat. Es wäre halt smart, wenn ich noch eben schnell eine so ein bisschen reinpushen könnte. Jetzt wäre es perfekt. Und jetzt müssen wir, wenn jetzt Shaco kommen würde, wäre es giga geil. Okay, leider nicht. Und jetzt haben wir halt nur ein Stack. Saugen ganz schnell einmal. Oder auch nicht. Kacke. Okay, Leute. Leute, wieso seid ihr alle nicht da? Wieso hängt ihr alle hier oben? Das ist jetzt schlecht. Wir brauchen den Infernal Dragon, bitte. Ich brauche ein Stack. Hier.
Ist das der echte? Das ist nicht der echte. Ich brauche noch, ich muss irgendwo saugen. Einmal saugen, bitte. Soll ich, ich saug jetzt hier einmal und dann engage ich jetzt. Ich müsste, wo ist der fucking Shaco, Alter? Fuck. Komm, einmal noch schnell. Okay, und jetzt können wir Abfahrt machen. Ich habe meine Ult noch. Leute, seid ihr da oder seid ihr gut drauf oder was? Wir haben Infernal bekommen. Ich habe das gegnerische Team abgelenkt. Shaco ist tot, ja so. Also es war okay. Also, ich habe leider, ich glaube, ich wurde auch kurz gefeiert oder irgendwas war mit mir. Hier, ich wurde kurz, deswegen, also ich hatte, glaube ich, Ult und ich wollte, also wäre meine Ult vorher rausgekommen, wäre richtig geil gewesen, aber hat leider nicht geklappt. Aber ich wurde auch kurz gefeiert oder irgendwas hat mich getroffen und deswegen kam es nicht mehr raus. Aber wir haben den Infernal Drain bekommen und ja, so ist giga huge. Also, best case Szenario, würde ich sagen. Oh Mann, ich hab mich hier schon auf einen Triple Kill gesehen, aber. Aber ich habe auch Durst auf Blut. Naja, auf Blut vielleicht nicht. Und wenn man sich da mal betrinken möchte am Wochenende, dann muss man halt einfach nur andere, die trinken, austrinken. Wobei das auch sehr gefährlich sein kann. Man bräuchte ständig so ein Promillemesser oder so. Nicht, dass du mal irgendwie so plötzlich einen aussaugst und du bist so turbo voll auf einmal. Weiß gar nicht mehr, wo unten und oben ist. Die Frage ist auch, schmeckt Blut unterschiedlich? So zum Beispiel, schmecken Latinas anders als Tobilinas? Oder so als Amerikaner? Ja, Amerikaner sind bestimmt richtig süß, so weil die so ungesund essen und so. Das ist dann halt echt so, ne, die Amerikaner essen so ungesund und deswegen ist deren Blut so süß. Und deswegen ist das wahrscheinlich voll lecker, aber auch voll ungesund, das Blut. Das ist wie mit dem echten Essen, so. So, dann sagst du, nee, heute kann ich nicht schon wieder Amerikaner, heute kein Cheat Day. Heute muss ich mal wieder hier die Norweger, die sind richtig dröge und so, aber halt mega gesund, so. Könnte halt sein. Ja, Leute, ich stehe 1-4, aber was soll ich machen? Ich hole mir jetzt einen Kill. Ja, meint. Ich bin tot. Ich lebe noch. Later. Lass mich fahren. Was? Oh nein. Oh Mann. Ich bin aber auch ein Inter. Hilfe. Okay, wir versuchen jetzt mal, uns weniger abzulenken und jetzt klüger zu sein. Oh, lol. Da ist so ein Ding drin. Was war denn das? Was ist denn das für ein Skin? Was ist das? Ist das der neue? Guardian Sand? Ist das Nami? Gibt's den? Oder ist dieser Forellenfisch, Forellenbarsch? Ding, Teil, Dorsch, Fisch, Skin. Okay, Leute, ab jetzt rasiere ich. Mark my words. Mark my words. Ab jetzt ist Wende. Ich werde mich jetzt im Zwiebelsitz hinsetzen, also hier im Schneidersitz. Mark my words. Ich werde zerstören. Oh, moi. Ah, ja, neu, ja, ja, ja. Eins, fünf. Aber Leute, hier habe ich mich für mein Team geopfert. Also, der Tod zählt nicht. Und der hier auch nicht, weil der nicht zählt. Guck mal, hier oben. Sie kommt jetzt doch. Hat sie Dark Harvest? Ne, Echo hat Dark Harvest. Okay, die ist auf jeden Fall tot. So. Wo ist mein nächstes Opfer? Wen saugen wir aus? Ich glaube, Shaco ist immer noch der weicheste und der einfachste. Also Shaco und Miss Fortune, da lege ich meinen Fokus drauf. Rabadons wäre giga geil, aber ich krieg einfach keine Farm hier mehr, weil immer der Yasui in meiner Mitte rumhockt. In 15 Sekunden können wir jemanden zerstören, sein Leben ruinieren, die Vernichtung implizieren. Nice, das ist der erste, Leute. The first one. Wir müssen uns erstmal kurz heilen, bevor wir da mehr machen können. Oh, er lebt noch. Okay, jetzt ist er tot. So, wir werden jetzt eben kurz den Rabadon's Back machen. Und dann werden wir die Auferstehung von Tobi Dracula feiern. Ei, 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 ei. So, wen zerstören wir? Shaco oder Miss Fortune? Oder Rumble? Wir müssen halt aufpassen, dass Silie nicht dabei ist. Da hätte ich gar keinen Bock drauf.
Fiora könnte auch gehen, aber Fiora ist am schwersten. Hier, Miss Forge, ich zeig dir mal, dass AD... Wieso bin ich so langsam, Alter? Ich zeig dir mal, dass AD Carries nicht alleine farmen sollten. Okay, sie ist zu schnell. Doppio! Kommt sie noch, die Miss Fortune? Gut, 700 sogar auf meinen Nacken. 700 und jetzt haben die kein Damage mehr für was auch immer die machen wollen. Oh, das, Ayo! Ayo! Ayo, okay. Ja, okay. Ja, Leute, der Infernal. Oh, Jesu lebt noch, aber ja. So, wir gehen jetzt auf dem Stundenglas. Stundenglasi. Der okay, der Infernal ist weg. Scheiße. Aber wir haben schon mal einen immerhin. Yeah, Nami, stop it. Was hat Nami denn gemacht? Oder weil sie hier pinkt? Ja, das war unglücklich. Ich bin 3-6, aber ich bin stark, Leute. Hier bin ich. Da bin ich stark. Und hier. Und da. Komm, wir haben 302 ACP. Wie viel hat Rumble? Sag mal, wie viel hat Rumble? Wo ist denn Rumble? Ich hab doch locker mehr als der locker. Ja, der hat ein bisschen Bücher und ein bisschen... Aber das hier ist ja kein Karneval, oder? La Luna Rosa. Ich habe jetzt nur keinen Flash mehr, leider. Aber wir können jetzt legit jeden von diesen vier Leuten one-shotten, solange keine Seelenult dabei ist. Vielleicht ein bisschen Farm Botlane. Ich bräuchte halt Level 16, wäre geil. Wo ist Rumble da? Wie viel HP hat der? 208, süß. Ich habe 400. Und jedes Item, was ich jetzt kaufe, lässt das nochmal richtig ausrasten. Richtig ausrasten. Zack. Und, ja, kleiner Disclaimer, Leute. Also, ja, ich könnte deutlich besser spielen, weil ich nicht so viel Scheiße labern würde. Ich weiß, aber... Ja, bei mir ist es einfach so ein... ist halt so ein, also, keine Ahnung, ein Zwischending. So, ich sag halt, ich spiele nicht komplett, also, ich bin auch nicht der schlechteste Spieler. Ich bin nur manchmal nicht aufmerksam, weil ich so viel Scheiße laber. Aber manchmal mache ich auch coole Dinge. Aber ich bin halt nicht der schlechteste Spieler, zwar auch nicht der beste, aber so ein Zwischending. Und, ich bin vielleicht manchmal, ganz selten sogar mal lustig. Während das andere, die gut sind, vielleicht nicht so sind. Vielleicht. Ich meine, lustig ist ja eh immer im Auge des Winkel des Betrachters, der, ne? So, wir brauchen jetzt Flash. Haben wir nicht. Haben wir nicht. Haben wir ein Engage? Wir haben eine Kayle sogar. Die habe ich ja noch gar nicht gesehen. Lol, die sieht aber... Die sieht echt... Die habe ich wirklich noch gar nicht gesehen. Ja, lol. Okay, Baron ist da. Wir brauchen auf jeden Fall Save the Nest Inferno. Und diesen Drake würde ich nicht... diesen Baron würde ich nicht machen. To be honest. Wir müssen hier dem mal zeigen, dass hier... Das so nicht geht. Der ist doch hier oben, der Shaco, irgendwo. Ja, wir haben ein bisschen Damage gemacht, ein bisschen was gekriegt, aber haben wir eine Seelen-Ult bekommen? Ich würde mir gerne noch einen Stack holen und dann kommen die nämlich jetzt. Komm. Da kommt jetzt hier jemand um die Ecke. Ich weiß nicht, ob ich das machen will, was ich hier gerade mache. Vielleicht. Okay, die ist auch... Wieso crittet mich jeder? Wieso bin ich explodiert? Oder war das kein Crit? Das war ein Crit, oder? Ja. Oh, Mann. Ich inte. Mama. Warum bin ich... Warum? Aber wir haben... Ich meine, wir haben Baron bekommen für das... Haben wir? Also... Ich war... Die 2 hier steht für... Zweimal richtig wichtig für Objectives gestorben steht, die 2. Zwei Objectives, den und den. Also, ja, also richtig wichtig. Also, ich hab. Stellt euch vor, diese Miss Fortune Ult wäre hier durch das Baron Pit gegangen. Der Baron wären die Gegner gegangen und mein ganzes Team wäre gestorben. Jeder. 5 Tode. Ich als wahrer Held habe mich dafür eingesetzt, dass genau dies eben nicht passiert. Und weil ich eben ein wahrer Held bin und euch zeigen möchte, dass ich nicht nur inte, werde ich jetzt jemanden zerstören. Sie. 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 Ja, ich komme, Banana, Leute, I'm coming. Kann man hier drüber saugen? Nice, Fock. So, wir brauchen noch 10 Sekunden, wäre geil.
Wobei, ich weiß nicht, ob Silen Ult hat. Bestimmt hat der Ult. Ich weiß nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt worth wäre. Wenn ich da jetzt rein flashe, dann passiert nämlich genau gar nichts. Wir werden nichts kriegen, weil. Obwohl, vielleicht sogar doch. Ja, das ist jetzt nicht Miss Fortune, aber. So ähnlich. War jetzt auch nicht giga geil, aber ich glaube, dafür kriegen wir jetzt den Inhib. Und das war. Ich habe halt. Ich habe die Situation genutzt und geh mal bitte von mir weg. Danke. Der kommt locker nochmal, aber ich habe Stundenglas. Bada 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 bada. Oh! Kurz Angst gehabt. Saramoi! Saramoi! Kurz Angst, ich habe immer noch Angst. Heiß! Heiß! Da wäre ich schon wieder fast ohne Stundenglas. Ich wollte das Stundenglas die ganze Zeit für Schock. Leute, was mit dem Infernal? Oder beenden wir? Ja, oder wir beenden vielleicht. Also ich habe halt gar kein Leben, Leute. Also sehr wenig. Kann ich hier irgendwas lutschen? Quadruplautsch ist ja auch noch. Mann, ey, ich will auch wieder so fett. Ich meine, ab und zu bin ich auch fett mit der so. Das möchte ich kurz highlighten. Oh lol, sie hat jetzt rote Flügel. Oder ist sie gebufft? Nee. Oh lol, die verändern sich die Farbe der Flügel? Das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Komm, ich will auch noch was. Oh. Ja, okay, also Leute, wir haben gewonnen. Lass uns ein Fazit ziehen. Wir haben sehr viel über Vampirismus gelernt. Ich habe schon Kacke gespielt, aber... Also... Manchmal... Ja, es war okayisch, Leute. Es war okayisch. Lass uns sagen, es war okayisch. So, wir gucken mal, wie viele Punkte ich kriege. Wir honoren ja schon ihn, würde ich sagen. Guckt ihr eigentlich drauf, was ihr da honort? Nice, in Level 20, geil, Pock. Komm, mach mal 24, 22, ja. Ja, ist okay, ja, ist okay. Also, ja, es geht. Ja. Alles, ja, Leute, es war jetzt nicht geil, aber es war okay. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das wird übrigens die ganzen Vampir-Sachen werden demnächst abgefragt in der Spontanklausur. Bitte lernen. Ich wünsche euch was. Auf Wiedersehen. Goodbye und tschüss.